Guten Morgen. Morgen. Heute ist ein Vlog-Tag mal wieder. Ja. Wisst ihr, was Milay macht? Sie hat auch ihr... Warte mal. ...kleine VTech-Kamera in der Hand. Hey! ...versucht, gegen mich ein Video zu drehen mit ihrer Mini-Kinderkamera. Mal wieder, was ich so den ganzen Tag mache. Mal schauen, was auf mich zukommt. Und jetzt geht's zuerst mal ab in die Schule. Milay, was willst du zum Essen? Brezel. Wo ist denn die Zeit? Kaufen wir noch beim Bäcker. Oh. Das Erste, was ich immer mache, wenn ich mich in die Schule gebracht habe, ich räume meine Küche auf. Da schaut es nicht so gut aus, dann, wenn ich hier Brote und so weiter für die Kinder gemacht habe. Und dann werde ich heute noch zu meinem Papa gehen. Den muss ich kurz zum Arzt fahren, zur Blutabnahme, Routineuntersuchung. Und dann schauen wir mal, was der Tag so alles bringt. Ich glaube, ich muss noch ein paar Videos drehen mit dem Milay. Die letzte Zeit hat nur der Robert gedreht für mich wegen unserem ganzen Hochzeitsstress. Also da draußen ist es sowas von kalt. Ich komme gerade rein hier. Boah, Oktober und ich meine, es ist Winter. Naja, nächste Woche soll es ja wärmer werden, habe ich gehört. Ich hoffe es mal, dass wir ein bisschen goldenen Oktober haben. Was meint ihr? Jetzt zeige ich euch mal was. Das sind noch die Blumen, also das Autogesteck von der Hochzeit vom Hakan, den habe ich jetzt auf meinen Schrank gelegt, habe es vom Auto geholt und habe da so eine Decke drunter, dass es meinen Schrank nicht kaputt macht, irgendwie den Lack beschädigt oder so. Die haben halt ganz schön nett gehalten. Und die halten immer noch. Ja, und das erinnert mich jetzt jedes Mal an die Hochzeit. Ich war jetzt recht fleißig. Ich habe eine Stunde lang Wäsche gemacht, gekocht habe ich schon. Heute gibt es Spaghetti mit Bolognese-Soße. Jetzt ist Zeit zum Video einstellen. Soll ich mir zugucken? Ja. Das dauert ungefähr eine Stunde, kommt drauf an. Auf Family Fun und auf Cute Baby Milay. Heute mache ich sie auf beiden Kanälen, also brauche ich mehr Zeit. Und der Robert, der schneidet schon das nächste Video, sitzt oben in seinem Büro. Vormittags kommt er da kaum raus, weil er da natürlich auch arbeitet. Ja, dann gehen wir es mal an. Ich muss hier Alter machen. Ach, das ist doch langweilig, wenn ihr mir da beim Tippen und so weiter zuguckt. Ich mach mal aus. Wir sehen uns später. Ihr Lieben, jetzt bin ich in Hakans Zimmer, weil ich seine Wäsche reintun wollte. Weil ich es für ihn gewaschen habe, noch was daheim war. Jetzt sind es 4 Tage her, nach der Hochzeit. Eigentlich habe ich es vermieden, in das Zimmer reinzugehen. Ich war noch einmal drin und habe kurz aufgeräumt, am Tag nach der Hochzeit. Das Zimmer ist immer noch so, wie er es hinterlassen hat. Er hat nicht ausgeräumt oder so, er hat nur seine Wäsche mitgenommen. Ja, sein Bett ist immer noch so gemacht. Man sieht, ihr kennt ihr Hakans Zimmer schon ungefähr. Ja, und da sind noch die ganzen Bilder von den zwei. Da ist das Foto. Ja, das hat mal Ilke für den Hakan gebastelt. Mal zu seinem Geburtstag. Genau. Alles ist noch da. Ich muss mich jetzt erstmal beruhigen. Ja, jedes Mal das Gleiche. Ich merke das jetzt nicht so ganz, weil ich denke, die sind im Urlaub. Und seine Sachen sind ja auch drin. Aber trotzdem, es fehlt irgendwas im Haus. Aber jedes Mal, wenn man die Videos anschaut oder die Fotos sieht, weil wir haben ja die Videos auch geschnitten und bei Family Fun und so weiter eingestellt, dann kommt es jedes Mal hoch. Ich hoffe, es legt sich wieder. Es sind Altmuttergefühle.
Wir haben ja geplant gehabt, dass der Cihan in das Zimmer einzieht, weil der größer ist. Aber ich muss euch ehrlich sagen, ich weiß noch nicht, wann ich das Zimmer mal ausräume. Ich glaube, der muss sich ein bisschen gedulden. Weil wir haben gedacht, am Anfang haben wir gesagt, ja, nach einer Woche oder so, Cihan, können wir das Zimmer renovieren, dann kannst du rein. Aber ich möchte es am Anfang jetzt noch nicht verändern. Ich möchte es mal ein bisschen so lassen. Und wie ich den Hakan kenne, wird es noch ein paar Wochen dauern, bis er sein ganzes Zeug hier mitgenommen hat, weil der Schrank ist hier noch voll mit seinen Unterlagen und so weiter. Und bis das ganze Bett hier und so weiter rauskommt oder weggeschmissen wird, wird es noch einige Zeit dauern. Und ich denke mal, bis dahin habe ich mich beruhigt. Also, es ist nicht, dass ich jetzt so traurig bin oder Gefühle zeige, weil ich jetzt mega traurig bin, weil er heiratet. Ich bin froh. Ich bin froh, dass er die Ilkay gefunden hat. Ich bin froh, dass er ein eigenständiger Mensch ist, eine Familie gründet, aber für eine Mutter ist es nicht einfach. So, jetzt reicht's. Ich gehe jetzt hier raus, sonst heule ich nur noch in dem Video. Und wenn der Hakan kommt, dann hat sich alles gelegt. So, nach dem vielen Rumgeheule, ich habe mich wieder beruhigt. Alles wieder gut, alles ist gut. Esse ich jetzt mal was. Ich habe heute noch gar nicht gefrühstückt. Ich habe mir jetzt eine Brezel mit Frischkäse gemacht, dass ich was im Magen habe. Ja, und dann habe ich bestimmt Hunger, bis die Kinder wieder kommen. Ich lade gerade das Video von der Hochzeit hoch. Kennt ihr ja schon, der ist ja vorher gekommen. Ja. Ist nicht einfach für mich gerade, das Video nochmal anzuschauen, aber ich lasse es jetzt. Ich bin so froh, dass mein Sohn glücklich ist. Alles überstanden ist. So, ihr Lieben, wir gehen jetzt Kirwai. Kirwai ist Volksfest. Guck mal, ich habe eine Karte von der Schule. Schule. Freikarte. Ja, Kindernachmittag ist da heute. Das Video zum Kirwai kommt separat bei Cute Baby Millay. Der Robert ist gerade in der Küche, den zeige ich euch jetzt nicht. Das ist mein Mund voll. Das Kerz, er hat den Mund voll. Mit Wolfgang reden, Manni. So, wir sind jetzt in der Reihe. Ah, der Robert filmt für euch. Mama macht frei. Für Cute Baby Millay. Selfie. Haha. Nur mein Video. Er macht für Cute Baby Millay. Musik vom Bierzelt. Könntest du mal reingehen zum Tanzen? Hilfe! Auto kommt! Schnell! Wo ist denn unser Auto? Millay? Weißt du, wo unser Auto ist? Ja, okay. Wir müssen in die Richtung laufen. Dann laufen wir halt mal. Jetzt gehen wir die Hatice besuchen. Wo ist denn die Hatice? Hatice! Hallo! Hatice! Hallo! Hallo, Hatice! Du schaust wild aus heute. Furkan, was spielst du? Mario Kart. Mario Kart? Ich auch. Ich bin Mädchen. Und Millay, du spielst von hier aus? Ja, aber ich gucke auf den Bildschirm. Adige, was machst du? Tust du Schokolade essen? Lecker. Jetzt sind wir daheim. Wir sind vom Besuch wieder zurück. Ich habe immer noch meine Felljacke an, weil mir so kalt ist. Ich glaube, meine Stimme verliere ich auch bald irgendwie. Schau ich mal, der Cihan war oben in seinem Zimmer. Ich habe ihn gehört, er wollte nicht mit zum Besuchen. Er wollte halt einfach nicht. Schauen wir mal, ob er schon schläft. Da habe ich den Cihan. Der liegt schon im Bett und schaut Videos. So wie ihr unsere Videos anschaut, schaut ihr auch Videos. Also Cihan, gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf schön. Jetzt wird es Zeit, glaube ich, dass ich zum Schluss komme mit meinem Vlog, weil alle haben sich in ihre Betten verzogen. Der Robert ist oben, der schaut sich irgendeine Serie an oder so. Ja, und ich habe jetzt ein bisschen in unsere Kommentare reingeschaut. Ich habe ein bisschen in Instagram wieder reingeschaut und so weiter und so fort. Die tägliche Routine abends bei mir. Habe schon meinen Schlafanzug an und sitze hier vor der Kamera. Aber ich glaube, das merkt man nicht. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
uns wieder einen Tag zu begleiten. Ich sage jetzt einfach mal Tschüss und bis zum nächsten Vlog. Tschüss.